Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Valheim. Neue Aufnahmesession im Sonntagstream. Mit neuen Dingen, mit neuem Texture Pack, wie ihr gerade seht. Gerade ein bisschen duster, weil es natürlich auch regnet. Und hier unten ist ein Troll. Den werden wir jetzt mal gucken, ob wir den uns erlegen können. Nix, nicht die Mama. So. Da ist er geplatzt. Hat aber leider nichts. Was liegt denn hier? Oh, liegt das ganze Gold. Steine werden wir mal droppen. Das Gold nehmen wir natürlich gerne mit. Ja, ich bin auf Blaubeersuche. Ich habe jetzt hier dieses Texture Pack HD Valheim. Ich habe es auch in die Modliste mit aufgenommen, mit ihr wisst, was ich hier spiele. Hallo Skelette. Da sagen wir doch gerne mal Hallo. Hast du mich angeschossen? So. Ich war auf Blaubeersuche, um einen Trank zu machen. Wir haben drei Blaubeeren und ich habe dabei Disteln gesammelt. Was habe ich noch verändert? Nee, Mods habe ich sonst keine neuen drauf. Nur dieses HD Valheim. Das gibt es schon länger. Das hat mir bisher nicht so gut gefallen. Aber jetzt habe ich es nochmal ausprobiert. Da gab es eine ganz neue Version für das letzte Valheim Update. Das habe ich auch in die Liste, wie gesagt, aufgenommen, wenn euch interessiert, was ich da gerade nutze. Dann schaut einfach mal in die Videobeschreibung, dort habt ihr einmal diese Modliste. Auf unserem Discord findet ihr übrigens auch ein Texture Pack, also wo, Quatsch, ein Mod Pack, wo ich praktisch alle Mods immer mit reinpacke und aktualisiere, die ich im Let's Play einsetze, inklusive allen Einstellungen, weil ich auch immer wieder gefragt werde, Mensch, wie hast du denn das und das gemacht in deinem Spiel, wie hast du das eingestellt, warum sind deine Kisten größer? Das ist ja standardmäßig nicht aktiv und wenn ihr praktisch Interesse habt, das genauso zu spielen, wie ich es auch spiele, dann könnt ihr euch da dieses Modpack runterladen. Einfach auf den Discord kommen, unter der Pinnwand ist es ganz unten angeheftet. Da könnt ihr euch das dann auch entsprechend runterladen. So, ich bin gerade beim Uralten. Das gefällt mir schon ganz gut. Alles ein bisschen dunkler, ein bisschen düsterer. Mal gucken, ob das hier so hinhaut. So, neue Methode aufzunehmen. Ich habe den Mauszeiger wieder. Ich nehme jetzt anders auf. Jetzt müsstet ihr eigentlich den Mauszeiger auch wieder sehen. Nicht nur, dass der Mauszeiger anders aussieht durch das Texture Pack, sondern auch, dass er überhaupt aufgenommen wird. Das war ja vorher auch das Thema. Und wir haben 6 Blaubeeren. Das langt für einen Gesundheitstrank. Das setzen wir jetzt mal an. Dann gehen wir mal wieder rüber. Ja, das sieht auch anders aus. Gefällt mir persönlich nicht so gut. Da gefällt mir das Originale besser. Das sieht aus wie eine Schallplatte. Diese bunten Vinyls, die da gepresst wurden. Das Holz hier finde ich eine Nuance zu dunkel. Aber ich finde, man kann sich dran gewöhnen. Also, es geht. Für meinen Geschmack. Mal gucken. Wir probieren das jetzt ein bisschen aus. Und dann schauen wir mal, auch wie von euch da das Feedback ist. Und dann werden wir das mal ausprobieren. Ob wir das beibehalten. So, ein paar Augen, das haben wir, ein paar Knochen. Das müsste es eigentlich gewesen sein. Pilze haben wir wieder, da können wir wieder Möhrensuppe machen. Dann haben wir Blaubeeren. Und es geht mir um Gesundheitstränke, weil die brauchen wir immer. Ausdauer. Mittlere Ausdauer. Ach, da brauchen wir die Moltebeeren, die können wir nicht machen. Aber die Gesundheitstränke machen. Metmischung sehr gesund. Ach, die geht wieder mit Himbeeren. Wir haben ja noch größere. Hätte ich gar keine Blaubeeren sammeln sollen. Okay, Blutsäcke und Himbeeren. Blutsäcke haben wir noch. Himbeeren haben wir auch noch, den einen oder anderen. Ein bisschen Honig und was war's noch? Achso, es langt schon. Setzen wir gleich zweimal an. Große Gesundheitstränke und dann können wir da uns schon mal was Leckeres brauen. So, dann haben wir hier die Himbeeren. Den Honig packen wir zurück.
die eine Metmischung, die müssen wir dann später fermentieren und die Blutsäcke kommen wieder zurück. Gut. Dann holen wir hier mal kurz Frostwiderstand raus. Die Toilettenspülung ist angesetzt. So, da haben wir 6. Hier haben wir 6 Frostwiderstand. Dann nehmen wir das direkt mit. Holz packen wir rein. So, ich wollte auf jeden Fall auch bauen. Wir haben ja in der letzten Folge haben wir den Steintisch gebaut. Wo habe ich den eigentlich hingestellt? Ach, hier unten habe ich den hingestellt, ne? Da unten steht er, genau. Hier wollte ich ja so eine Art Hafeneinfahrt machen. Optisch. Und der Anbau von dem Haus fehlt noch. Ich wollte ja das Haus erweitern in diese Richtung, dass wir hier so ein großes Portal aus hinten dran basteln. Das müssen wir auch noch machen. Da muss ich aber erstmal farmen gehen. Das dauert noch ein bisschen. So, Gold. Das packen wir weg. Dann haben wir hier 2 Sachen bekommen. Ein Lederhelm und ein hölzernes Turmschild. Ich glaube, das können wir direkt entzaubern. Das macht ja nichts. Also das brauchen wir nicht wirklich. Ne, die beiden können wir eigentlich direkt entzaubern. Und eine Spitzhacke haben wir bekommen. Ich glaube, die nehmen wir beide auseinander. So, Sacrifice. Also einmal die hier. Das hier. Und den Lederhelm. Gut. Dann haben wir die Essenzen auseinandergenommen. Wir haben auch noch Eisenschmeißen, haben wir noch über. Für was wollte ich das nochmal verwenden? Ich weiß es nicht mehr. Ich heb's mal auf. Weil ich glaube, die Rüstung haben wir auf komplett hoch, ne? Die Eisenrüstung haben wir komplett hoch. Den Mantel haben wir komplett hoch. Wir haben einen Bronzehelm. Wir können uns noch einen Eisenhelm machen. Prinzipiell. Warte ich jetzt aber nochmal, weil ich keinen Bock habe, nochmal hin und her zu fahren. Und ich hole mir mal meine Axt wieder raus. Eine Eisenspitzhacke haben wir ja, wurde uns ja zur Verfügung gestellt durch einen freundlichen Mob. Und hier habe ich nochmal Rüben angesetzt, beziehungsweise Rübensamen, das dauert noch. Gut. Dann gehen wir mal schlafen. So, jetzt ist die Frage, was wir machen. Gehen wir in die Berge und gucken, ob wir da was finden. Wir haben ja beim letzten Mal haben wir ja diesen riesigen Berg gesehen. Da würde ich schon mal ganz gerne hoch und auch mal reinschnuppern, ob wir vielleicht einen Wolf finden. Und einen Wetzstein. Stimmt. Da müssen wir, glaube ich, Stein mitnehmen, meine ich. Wir können mal einen Wetzstein machen, weil dann haben wir die Erweiterung für die Werkbank. Oder die Schmiede, ich weiß gar nicht mehr. So, da haben wir einen Wetzstein und können jetzt eine Schleifscheibe herstellen. Und die Schleifscheibe, brauchen wir noch 25 Holz. Wo stellen wir das hin? Das müssen wir gleich mal sehen. Da war doch eben irgendwo... Hier direkt ans Portal. Geht es hier irgendwo noch dazwischen? Das ist halt, weil der Raum hier zu klein ist. Das müssen wir dringend umbauen. Ich stelle das Ding jetzt mal hier so dahin. Jetzt haben wir die Schmiede auf Stufe 6. Sehr schön. Können wir irgendwas upgraden? Wir können die Bronze-Axt upgraden. Der Jägerbogen geht noch auf eine Stufe mehr. Ach, der ist nur Stufe 2. Wieso habe ich den Jägerbogen nie aktualisiert? Weil mir wahrscheinlich das Eisen gefehlt hat. Ich glaube, das können wir in den Arsch retten, wenn ich das mache, oder? Das mache ich. Ich meine, wir kriegen ja damit Silber den nächsten, aber bis das kommt, das dauert ja auf jeden Fall noch. Jetzt habe ich mir wieder nicht gemerkt, was es alles war. Federn, check. 4 Hirschfell. Eisen und Edelholz. Ich kann mich schon wieder nicht bewegen. 50 Edelholz haben wir. Upsala. Upgrade. Jägerbogen. 30 Eisen.
Ach komm, was soll der Geiz? Ich muss auch nochmal Eisen besorgen. Oder wir nehmen den Bogen auseinander. So, dann ist auch der auf Maximum. Und ansonsten könnte man die Eisenspitzhacke noch mit 10 Silber auf die nächste Stufe bringen. Ja. Ist die zwingend notwendig? Ich glaube nicht. Ich heb mir jetzt mal das Silber auf. Ich heb das jetzt mal auf. Bronzehelm ging nicht weiter, oder? Ne, da war auch Maximum. Dann haben wir noch das Schild, das ist auch Maximum. Wir lassen es jetzt erstmal so. Guti. Jetzt ist die Frage, schnuppern wir mal in die Berge rein? Mal gucken, was wir da drüben finden, ob wir da hochkommen. Da brauchen wir auf jeden Fall einen Ausdauertrank, könnte ich mir vorstellen. Ne, wir packen jetzt erstmal den Kram weg, bevor ich jetzt wieder mit den ganzen Sachen hier rumhüpfe. Wir haben die Wünschelrute dabei, die müssen wir dann eventuell mal anziehen, um Silber zu finden. Und die Federn packen wir weg. So. Dann nehme ich mir jetzt mal Frosttränke, habe ich dabei. Ich habe ein bisschen Ausdauer dabei. Komm, vielleicht finden wir ja ein paar Wölfe, die uns freundlicherweise ihren Pelz überlassen wollen. So, dann müssen wir hier oben mal hin. Und dann bauen wir aus. Dann machen wir das Haus größer. Da muss ich noch ein bisschen farmen zwischen den Folgen. Das war der Blob. Ne, wir müssen hier rein. Dann legen wir die Schallplatte auf. So, und hier ist doch der Berg. Da ist er doch. Meint ihr, wir kommen hier hoch? Bin sehr gespannt. Auf jeden Fall müssen wir hier mal ein bisschen Ausdauer regenerieren. Und wir müssen eventuell mit der Spitzhacke so ein bisschen was reinhacken, um hier in die nächsten Stufen zu gehen. Oder wir gehen von der Seite hoch. Das sieht ein bisschen flacher aus da drüben, ne? Was steht denn hier für ein Ding? Der Runenstein, der hat nichts zu heißen, der erzählt nur Story. So, es hat jetzt mal jemand gesagt, dass hier in dem Berg irgendwo auf jeden Fall der Hinweis auf die Drachenmutter sein soll. Achso, wir sollten vielleicht den Frosttrank reinziehen. Kurz mal ausruhen. Sieht gut aus. Ich finde, das neue Texturenpack gefällt mir richtig gut. Es sieht ein bisschen weniger Comic, ein bisschen realistischer aus. Da könnten wir schon das erste Dings abbauen, ne? Hier, das erste, was ist das? Obsidian? Was war das, ne? Für die Pfeile. Können wir uns eigentlich was mitnehmen? Wow. Oh. Yggdrasil sieht ganz anders aus. Er hat jetzt rote Blätter statt grüne. Interessant. Gehen wir hier mal rüber. Ist das da oben? Das ist doch. So, und ab in die Lücke. So, Obsidian, ja. Okay. Ah, und wir haben jetzt auch das Werkzeugregal durch das Obsidian. Das ist gut zu wissen. Ich habe das überhaupt nicht mehr auf der Kette, weil wie lange ist das jetzt her, dass wir hier in den Bergen waren? Oh, das ist aber kein guter Übergang hier. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Das ist aber auch steil, die Geschichte, oder? Das ist ja... Oh, guck mal hier, was eine Aussicht. Nice. So. Eieieiei. Ja, die ideale Strecke für den Karren. Das mache ich. Das habe ich einmal gemacht und nie wieder. So, wieder ein bisschen Ausdauer regenerieren. Alter, was ein Aufstieg, oder? Junge, Junge, Junge. Ups, ein bisschen Ausdauer holen. Das Obsidian würde ich ganz gerne mitnehmen. Nicht ideal hier. Gut. So.
sehr schön. Nicht, dass mich ein Alt nicht. Geht. Ich glaube, das Obsidian ist gerade vorbeigehuscht. Okay, weiter geht's. Alter. Was habe ich mir hier für einen Berg ausgesucht? Ach du Güte, da freue ich mich schon auf den Abstieg. Wie lange ist der Frostdrang? 7 Minuten. Oh, Ausdauer. Habe ich gerade einen Drachen gehört? Habe ich gerade einen Drachen gehört? Was ist denn da oben? Seht ihr das? Das Dunkle? Oder ist das von dem Yggdrasil? Wahrscheinlich. Eingesammelt, ja. Nice. Ja, da ist ein Drachen. Wo ist er? Na komm, das geht noch eins höher. So. Man hat ihn gehört, aber ich sehe noch nicht. Irgendwo da ist er. So. So, Ausdauer wieder da. Hoffentlich kommt hier bald mal ein flaches Stück, dass wir uns mal ein bisschen umgucken können. Da oben sieht es so ein bisschen... Was ist denn da? Wie geil. Eine Ruine mittendrin. Wow. Okay, da unten wird es schon sehr neblig. Ich sehe schon nichts mehr. Boah, sind wir hoch. Krass. Oh, Suppe tickt. Bisschen tickt. Da ist ein Drache. Oh, oh, oh. Eine Tränendrüse. Ne, wie heißt sie? Tränendrüse, Freunde, Tränendrüse. Was? Man kann eine Drachentrophäe jetzt herstellen? Ist das neu? Oder ging das schon immer? Habt ihr gerade gesehen? Ich dachte... Oh, eine Eisenschirmrüstung in Gelb. Oh gut, haben wir schon. Mit 5 Glück. Ne, es passt schon. Da drüben würde ich ja gerne mal reinschnuppern in die Burg, ob da was drin ist. Ja, wünscht mir Glück. Lebt jemand, der mir aufs Maul hauen will? Hallo. Oh, da ist es. Da ist es. Oh. Ach du Scheiße. Oh. Ach du Kacke. Was ist denn das für eine Reise? Eieiei, bis ans Ende der Welt. Mhm. Ja, dann ist halt die Frage, ob wir uns hier weiter umgucken sollten. Ich würde schon ganz gerne mal ganz nach oben. Bevor wir wieder abzischen. Oh, da. Das hört sich gut an. Da ist ein Wölfchen. Ich hoffe, keine 5-Sterne-Wolf, sonst ist hier gleich Feierabend. Weil die Dinger, die fetzen auf jeden Fall rein. Wir können ja schon mal hier... Da irgendwo, oder? Da unten. Da unten sind sie. Da ist er. Der geht nicht sofort kaputt. Nee, der kommt her. Nice. Nein, er ist geplatzt. Ah, da ist er. Komm her, greif mich an.
Nee, komm zurück. Wir müssen weiter vorne kämpfen, sonst fliegst du mir in die Schlucht. Komm her. Braucht ihr euren Pelz? Schwierig. So. Da haben wir drei. Ich weiß nicht, was so ein Pelz kostet, so ein Mantel. Oh, der ist aber schon ein bisschen stabiler. Ah, hier ist ein bisschen flacher. Das ist gut. Da ist auch noch ein Wolf. So, bevor ich es bereue, dass ich nicht den Buff ausgelöst habe. Oh. Alter Vater, das war ein 4-Sterne-Wolf. Ach, ist mir gerade ein bisschen das Herzchen hochgegangen. Boah, wenn ich jetzt ein Pulsmesser an hätte. Oh. Oh Gott. Gewichtslos? Nice, was haben wir denn hier auf dem anderen? Stamina 8%. Was ist Feind? Was ist Feind? Parieren plus 15%. Alter Vater. Boah. Mehr Glück als Verstand, der junge Mann hier. Boah, direkt ein 4-Sterne-Wolf. Ich hab's noch gesagt, diese großen Kacker. So, können wir hier Obsidian auf jeden Fall mit farmen. Ich hab nur Angst, dass mir nochmal so ein Vieh... Finte. Was macht eine Finte denn in dem Spiel? Also, was... Täuscht ein Angriff vor, oder was? Da hatte ich aber jetzt echt ein bisschen Puls, Alter. Ich dachte, ich habe nur den 4-Sterne-Wolf gesehen und habe gedacht, er oder ich. Das ist keiner. Das dürfte ein Obsidian sein. Okay, noch ein bisschen höher, wa? Wow. Cool, dass wir das überlebt haben. Vor allen Dingen haben wir jetzt schon 6 Pelz. Ich erfriere. Oh, fuck. Ich habe vergessen, dass das Ding austickt. So ein bisschen Obsidian hätte ich gern noch, weil die Pfeile sind richtig cool. Und wir brauchen es auch fürs Craften. Ich weiß noch, dass das immer was es war, was ich noch holen wollte. Und wir sollten mal den Peilstab hier anwerfen. Die Wünschelrute. Ich würde ja schon ganz gern ganz nach oben. Warte mal, wir machen das jetzt mal. Ich hoffe, ich bin da nicht überladen. Oh, warte mal, 311. Doch, wir sind überladen. Um, 305. Ich glaube bis 300, ne, wenn ich jetzt den umziehe. Ne, 320. Okay, perfekt. Oh, ja. Weil ich Silber eh nicht mitnehmen kann. Doch, das Boot ist aber unten. Ne, das Boot ist drüben, das haben wir nach Hause gefahren. Der hat hier gesagt. Oh. Alles mit. Gucken, ob wir Silber finden.
Hä, wieso wird's jetzt schwächer? Ich hätte mir ein Portal mitnehmen sollen, ne? Da ist er doch, die Silbervene. Ich hätte mir ein Portal mitnehmen sollen, ich alter Profi. Wobei, wenn wir jetzt wissen, wo die Drachenmutter ist, können wir auch in das Gebirge gehen. Ne? Das Silber kann ich ja eh nicht mitnehmen. Wobei, auf dem Weg, wir können uns das hier abbauen und können auf dem Weg das mitnehmen. Ich ziehe mal ganz kurz hier wieder den Gürtel an. So, dann hört das nämlich auch hier auf. Alter. Können wir jetzt das Silber schon einstecken? Hä, wo liegt jetzt das Silber rum? Was war denn das für Donnern? Oh, okay, das war das Donnern. Okay, das war das Donnern. Den lasse ich mal. So, ich weiß, wo wir sind. Achso. Silber markieren noch. Okay, tschüss. Ich bin raus. Ich mache mich nach Hause. Ich muss wieder nach unten. Ich gehe nicht ganz nach oben. Ich habe keinen Bock. Also wird es dunkel. Hier im Dunkeln, wenn ihr schon der Vier-Sterne-Wolf am Tag rummacht, habe ich da echt keinen Bock drauf. Wir rutschen mal nach unten. Das nehme ich noch für euch mit. Und dann werden wir uns auf jeden Fall... ein Portal nehmen und Richtung Drachenmutter fahren. Also ich denke mal, wir werden erstmal den Hafen ein bisschen ausbauen. Größeres Schiff. Da in die Kiste schnuppern wir nochmal rein. So, 5,5 Minuten haben wir noch. Nehmen wir noch gerne mit. Den Abgang. Sieht so fast vorbereitet aus, ne? Sind wir überhaupt richtig von der Richtung? Naja. Oh, Drache. Wo liegt's? Wo ist dein Loot? Da ist er. Sehr schön. Ja, cool. Dass wir den Wolf überlebt haben, ist natürlich eine feine Sache. Ja, dann brauchen wir uns diesen Berg nicht angucken. Das war so hoffnungsvoll, weil ich dachte, dieser riesige Berg, das muss es ja sein. Aber dann ist es doch nicht. Dann ist das so weit weg, echt am Rand. Na gut, also Hafenausbau, Portalausbau, also Portalhausbau. Dann werden wir jetzt ein bisschen farmen bis zur nächsten Folge. Und dann werden wir, entsprechend, uns auf den Weg machen mit dem Schiff. Das gibt eine lange Reise bis zum Rand der Mutti. Bis zum Rand der Welt zu Mutti, so rum. Da leuchtet irgendwas rot. Was ist denn das? Eigentlich eine Rune. Oder so könnte ich mir vorstellen. Hier geht es auf jeden Fall leichter nach oben am Rand. Die Aussicht war echt schön. Ziemlich weit. Also ich wäre jetzt gern bis ganz nach oben. Aber da es Nacht wird... Und hier eventuell dann sogar noch, da war doch noch ein Wolf eben. Eventuell dann noch die Werwölfe kommen. Wo war der denn? Ah, da. Da war ich doch etwas zu mutig, ne? Scheiße. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.